Die Haus Deluxe Event GmbH ist in neue Kooperationen eingegangen, mitunter auch mit dem Tourismuskolleg Schloss Klesheim. 32 Schüler jenes Institutes unterstützen die Veranstalter hier mit ihrer Arbeit. Zwei junge Damen aus jener Gruppe sind nun bei uns. Melanie, als es geheißen hat, das Projekt Papas Amadeus Horse Indoors wird gestartet. Was hast du dir am Anfang gedacht und was ist dein Resümee kurz vor der Zielgeraden? Ja, das ist für uns eine einzigartige Chance, dass wir an so einem Großevent mitarbeiten können und dass wir mal das Ganze hinter die Kulissen erleben können. Ja, nein, das ist super. Ja, und hier sitzt deine Kollegin. Du bist hier für die VIP-Leute zuständig, Tischeinteilungen sind zu machen. Hättest du dir es so stressig vorgestellt, auch seitens der Veranstalter, dass sie so und so viel um die Ohren haben? Nein, eigentlich nicht. Also, aber es ist gut zum Bewältigen und ja. Habt ihr jetzt etwas eigentlich mit dem Pferdesport selbst zu tun oder ist das für euch komplettes Neuland? Ich muss leider zugeben, dass das komplett, also keine Ahnung vom Pferdesport, aber es ist so einmal eine super Gelegenheit, dass man sowas einmal mitkriegt, also voltigieren und so, weil normal hat man ja überhaupt keine Möglichkeit, dass man das als Normalbürger mitkriegt, wenn man sich wenig für den Pferdesport interessiert. Wir haben jetzt diese Woche resümiert, ein positiver oder ein negativer Eindruck eurerseits? Sehr positiv, die Leute sind super, die Stimmung ist super und ja, freue mich aufs nächste Mal. Na, kann mich nur anschließen, danke. Das waren zwei Schülerinnen des Tourismus College auf Schloss Klesheim. Aber jetzt heißt es ab in den Parcours.